Hallo, ihr lieben Gartenfreunde. Und ja, ich habe immer noch Paprika. Und zwar draußen, auch bei diesen kalten Temperaturen, die wir gerade haben. Aber es wird uns ein bisschen Wärme versprochen. Also heute werden es schon ganze sommerliche heiße 11 Grad. Und die nächsten Tage steigt die Temperatur an einem Tag sogar bis auf ganze 19 oder 20 Grad. Also ich bin natürlich mega happy, weil ich hätte gerne hier noch ein bisschen was geerntet. Dieses Video ist heute so ein bisschen Information für alle, die dies interessiert und für alle, die es wissen wollen, wie es weitergeht und auch als Antwort auf einen Kommentar von einem Kanal. Mich hat jemand angeschrieben, dass ich hier Blödsinn erzähle. Ich wiederhole nur das, was im Kommentar steht. Ich möchte jetzt nicht hier böse Worte von mir fassen. Ich sage dazu auch nichts mehr, was mir noch dazu geschrieben wurde, dass ich hier Blödsinn erzähle. So, ihr Lieben, ich habe ein Video vor kurzem euch gezeigt mit vielen verschiedenen Paprikasorten und habe euch erzählt, dass mehr als eine, im genau zu sagen drei Mal habe ich ein Feedback bekommen zu meinen Paprikas. Also schaut, ich habe hier meine Alma-Paprika. Die Alma-Paprika habe ich aus Ungarn mitgebracht. Letztes Jahr im Herbst. Ich habe Samen genommen, habe sie im November gesät, weil ich die Keimfähigkeit prüfen wollte, weil das waren ja Samen vom Markt. Und um zu sehen, ob die auch, ja, ob die was werden, ob sie gut sind, weil mich hat die Form halt fasziniert. Das sind solche kleine Paprikas. Schaut, die sind ziemlich flach und sehr dickfleischig. Eigentlich finde ich sowas sehr gut. Riesenpaprika, die groß sind, aber zum Beispiel dünnwandig, dünnfleischig, die benutzt man natürlich auch, aber von sowas finde ich, hat man einfach mehr. Denn schaut, wie viel hier auf einem Haufen wachsen. Die sind zwar nicht groß, aber das kann auch damit zu tun haben, dass ich meine Paprika im Kübel anbaue. So, und jetzt ist mir was passiert. Oft wächst bei mir irgendwo was raus. Natürlich entferne ich so ziemlich alles, was hier aus der Erde guckt und wächst. Manchmal übersehe ich das. Dieses Jahr habe ich zwei solche Chili-Pflanzen übersehen, die hier rausgekommen sind in den Kübel. Einfach, ich war in der Zeit wahrscheinlich im Urlaub und wo ich zurück war, hat es genauso geblüht wie diese Pflanze hier, dass man hier nicht wirklich gesehen hat, ob das eine oder zwei sind. Erst, wo die Schoten sich gebildet haben, habe ich verstanden, oh je, das sind ja Chilis drin. Gott sei Dank waren hier die Samen schon aufgenommen. So, und jetzt zu dem Blödsinn, den ich euch hier erzähle. Mir wurde gesagt, dass sowas nicht passieren kann, dass hier, wenn eine Blume blüht und zum Beispiel hier Bienchen unterwegs sind oder wie auch immer, dass sich diese Schärfe von hier nach hier mit reinkommt, dass sie sich verkreuzt, dass sowas nicht passieren kann. Liebe Leute, es kann sein, dass sowas nicht passiert. Ich war natürlich auch auf der Schule und habe auch Biologie gehabt als Fach. Ich war zwar auf der russischen Schule, aber wir hatten auch Biologie, wir haben viele Fächer. Und ich weiß, dass sich selten was verkreuzt. Wie erklärt sich dann aber sowas? Also gut, lassen wir jetzt die Alma-Paprika, die wunderschöne Alma-Paprika. Nehmen wir jetzt eine Paprikasorte, die ich seit Jahren anbaue. Alma habe ich ja erst seit einem Jahr. So, und jetzt gehen wir zu einer Sorte, die ich wirklich seit Jahren anbaue. So, schaut, das ist meine Peperone San Salvatore. Das ist die Paprikasorte, die ich aus Italien habe von meiner Freundin. Ich kann euch jetzt hier leider keine Reifenschau zeigen, weil ich sie vor kurzem abgeerntet habe. Aber das ist eben diese Paprika. Diese Pflanze, ich zeige sie euch kurz, die steht hier neben Rocotto und neben anderen Chilis. Das ist hier meine Chili-Ecke. Wer länger dabei ist, weiß, ich habe separat Chilis angebaut und separat Paprika, eben genau wegen dieser Pflanze. Weil, ob die Sorte nicht stabil ist oder wie auch immer eine F1, das ist keine F1, diese Sorte baue ich ungefähr seit 7, 8 Jahren an. Kann ich euch nicht sagen, aber wirklich viele Jahre mittlerweile. Ich liebe diese Paprika einfach, weil sie nicht groß ist. Die Früchte sind nicht groß. Da sieht man gut, die letzten sind auch nicht mehr die schönsten. Aber es ist eine sehr schöne, also kirschfarbene, dunkelrote Paprika mit sehr dicken Wänden. Also eine dickfleischige, wunderschöne Paprika. Und im letzten Jahr ist mir ein Dilemma passiert, dass ich diese Sorte, eben diese Paprika, weil das ist eine, die ich zum Überwintern mit reingenommen habe. Die stand bei mir neben den Schafen. Und
Früchte an dieser Pflanze waren danach auch scharf. Deswegen steht diese Pflanze, die ich zum Überwintern mit rein hatte, ich habe im späten Herbst noch hier Früchte gesammelt, die scharf waren. Und natürlich ist sie wieder hier zu den scharfen Jungs gelandet. Hier zu meiner Rocotta und zu den anderen Chilisorten. Hier, das ist eine Chili daneben. Dann, ob es eine biologische Sensation ist oder wie auch immer, aber wie konnte sich eine süße, stabile Paprikasorte, die ich seit Jahren anbaue, aus eigenen Samen immer wieder auf einmal scharf werden, nur weil sie neben Chilis wächst, wenn sich nichts überkreuzt. Angenommen, es überkreuzt sich nichts und ich erzähle euch hier einen Blödsinn, ich habe aber mehrere Feedbacks. Ich durfte sogar eine Erstattung vornehmen, weil aus meinen Samen scharfe Paprika gewachsen sind. Eben solche Sorten. So, und jetzt die Frage, wie kann sowas passieren, wenn es eigentlich nicht passiert? Gar nicht. Und ich hier einen Blödsinn erzähle und große Kanäle halten sich die Arme über dem Kopf, weil ich hier euch sowas erzähle. Okay, ich spreche nur aus Erfahrung. Ich habe, wie gesagt, in der Schule Biologie gelernt. Ich weiß, wie es aussieht und was hier passieren kann und was nicht. Aber die Erfahrungen, die wir sammeln, zeigen uns ein bisschen manchmal andere Sachen. Das wollte ich heute hier zu diesem Thema antworten auf den Kommentar. Wenn sowas nicht passieren kann, dann würde ich gerne wissen, wie es doch passiert ist. Und es war nicht eine Sorte, das waren zwei oder drei. Derjenige, der mir zu gerade hört vielleicht, kann in dem Kommentar dazu schreiben, wie viele Sorten bei ihm scharf waren. Von meinen süßen. Leute, ich habe früher keine Chilis angebaut. Ich habe früher, vor 5 Jahren, habe ich keine Chilis angebaut. Und meine Paprika, egal welche, die waren nicht scharf. Erst seitdem ich Chilis anbaue, kommt sowas ab und zu vor. Und deswegen, nächstes Jahr gibt es bei mir keine Chilis. Ich habe gesagt, mir reicht's, weil ich habe sehr viele Chilis mittlerweile gehabt. Ich habe sehr viel Pulver gemacht. Ich habe viel eingelegt. Ich habe vorgesorgt, dass ich Chili getrocknet im Ganzen habe. Chili getrocknet in Pulver, Chili eingelegt, Chili Paste gemacht. Ich habe Chili Schärfe, die reicht mir für ein paar Jahre, also zumindest für das nächste Jahr. Aus diesem Grund baue ich nächstes Jahr keine Chilis an, um zu schauen, was aus den süßen Paprikas wird. Leute, ich mache Experimente. Ihr wisst, dass wer länger dabei ist, der weiß, dass ich experimentiere hier und da und probiere alles andere aus. Und genau so ein Experiment mache ich nächstes Jahr. Ich baue aus meinen angeblich scharfen Samen Paprika an, süße eigentlich, süße Paprika, die angeblich scharf sind. Und ich will wissen, wie sowas passiert, dass eine süße Paprika auf einmal scharf schmeckt. Ja, wenn ich auch keine scharfe mehr anbaue, was daran schuld ist und warum schmecken solche Paprika auf einmal scharf, die sich nicht überkreuzen dürfen. So, das war jetzt eine Antwort zu diesem Thema und noch was anderes. Natürlich habe ich noch sehr viel im Garten. Ich habe ganz viele Paprika, die sieht man hier ein bisschen schlecht, weil die auch noch grün sind, aber langsam reifen die. Da unten sieht man die Reife. Und natürlich hat sich hier auch noch ein bisschen was an Arbeit angestaut, was ich natürlich auch wie jeder andere von uns machen muss. Also abernten, einlagern, einlegen und nebenbei natürlich Samen für euch einpacken. Jeder, der Interesse an Samen, an Paprika und Tomaten hat und wer das Risiko eingeht, auf einmal eine scharfe, schmeckende Paprika zu bekommen, auch wenn hier in der Nähe keine einzige Chili wächst, und all diese Sorten, die ich hier anbaue, die habe ich neu dieses Jahr. Da, wie gesagt, Überkreuzungen nicht möglich sind. Aber wenn ich, das ist sibirischer Zwerg, das ist gebackener Apfel. Und wenn ihr diese Samen bekommt und nächstes Jahr scharfe Paprika habt, dann schreibt es mir bitte. Ich will es einfach wissen, wie das Unmögliche doch möglich wird. Ja, zu diesem Thema nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen mit Samen beschäftigt, mit Einpacken, Verschicken, Sortieren und so weiter. Aus diesem Grund mache ich erstmal eine große Pause an meinem Kanal, auch wegen solchen Anschuldigungen. Die treffen mich schwer, weil, wie gesagt, ich berichte nur aus meinen Experimenten und ich habe zu diesem Thema ein Video gemacht, eben aus der Not, weil ich mit den Reklamationen zu meinem Saatgut konfrontiert wurde. Und wie gesagt, auch wenn es keiner erklären kann, es ist passiert. Und aus diesem Grund mache ich jetzt erstmal eine Pause und kümmere mich um die Samen. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Ja, bitte habt Verständnis dafür. Ich habe die Pause nötig, um alles in Ordnung zu bringen, um meine Samen schön einzusortieren, einzutüten.
alles wegzuschicken, um ein bisschen runterzufahren nach dem schlimmen Gartenjahr, das wir hinter uns haben, um vielleicht noch doch, wie versprochen, ein paar schöne warme Tage, vielleicht doch plus 19, plus 15 haben werden und doch ab und zu vielleicht mal die Sonne sehen. Einfach die Sonne genießen, den Herbst genießen und wenn es im Frühling dann weitergeht, wenn ihr mögt, wenn ihr wollt, mache ich weiter und zeige euch, wie und was wir noch anbauen. Dazu zeige ich euch nur noch ein bisschen, was ich im Herbst noch so gepflanzt habe, was noch Ernte gibt, was man jetzt noch ernten kann im Herbst. Aber das alles viel später. Und hiermit sage ich euch erstmal tschüss, bis demnächst, eine gute Zeit euch und ich freue mich auf euch in meinen ab sofort seltenen Videos.